Hi, weiter geht's bei Create Life 4. Heute machen wir den Deckel komplett, deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Jetzt ist die Frage, welcher Deckel? Aber ich befinde mich ja schon auf dem Deckel und genau den meine ich. Falscher Ausgang. Ich habe jetzt hier, ich weiß gar nicht, wer das schon gesehen hatte, aber ich habe jetzt hier ein kleineres Häuschen drauf gebaut, weil jede Hälfte kann irgendwie nur so um die 2300 Blöcke tragen und deswegen war das große Haus zu viel. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mehr Scharniere gebaut, aber so war es halt ein bisschen schwierig. Und ich sehe gerade, warum gammelt das denn nicht? Ist das noch gewachst oder was? Ah, ne. Okay, muss einfach gammeln. Gut. Einfach Mobfarm hier draußen. So. Wir haben hier auf der linken Seite einen weiteren Deckel gebaut, weil ich kann hier nicht mehr Bäume setzen, weil dann bewegt sich der Deckel nicht mehr. Also bin ich hergegangen und habe hier so einen Klodeckel. Nennen wir ihn Klodeckel. Und der klappt sich gleich so nach oben weg. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Boah, sind die viele Mobs, ne? Das sieht dann so aus. Warte, ich laufe nochmal eben hoch. So, der klappt sich dann so hoch. Und dann passiert Folgendes. Und dann kann man quasi die reguläre Bewegung aufmachen. Das hier dreht sich. Das geht auseinander. Das Haus teilt sich. Der Wald geht nach unten. Die Brücke kommt raus. Und der Eingang legt sich frei. Wir haben gestern auch gelivestreamt. Nee, das stimmt nicht. Vor ein paar Tagen. Und da habe ich unten den Raum mit den Steam-Generatoren gemacht. So, und da ist der ganze Dreh, also die ganzen Dampfmaschinen, jetzt haben wir, die sind ausgefallen. Und dann konnte ich einfach nichts mehr machen, das war total weird. So, und jetzt wollen wir ja oben diese Platte noch zu Ende bauen. Dafür brauchen wir noch ein paar Deko-Sachen, ein paar Steine, ein bisschen Erde. Ich hoffe, dass wir nicht an die Blockgrenze von 2000 Blöcke kommen. Also wir nehmen ein bisschen Holz mit, ein bisschen Busch. Dann können wir ganz gerne mal ein bisschen von diesen Fans mitnehmen. Dann noch ein paar, wo sind sie? Lanterns. Haben wir keine Lantern? Haben wir keine Lanterns? Keine normalen, nur die hier, ne? Nehmen wir die mit. Sind auch schön. Ein paar Steine, ein bisschen Erde, ein bisschen Bohnenmehl noch. Bohnenmehl geht leider nicht auf eine bewegende Platte, obwohl vielleicht der Klodeckel schon. Weil da bleibt ja auch das Gras drin. Oh, ich glaube, der geht, ne? Oh, können wir das hier vielleicht auch machen? Oh, nee, da sind auch Blöcke. Da geht's wieder nicht. Och, Mann, oh. Das ist so gemein. Okay, das haben wir alles. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch die Steuerung. Oh, ja. Wir brauchen Soul Sand, Magma Block. Dann brauchen wir noch Casings. Dann brauchen wir noch Redstone, haben wir. Ein bisschen hier, den Timer und die Redstone Links. Dann haben wir, glaube ich, alles. Und wir müssen noch was machen. Ganz kurz Erklärung, pass auf, guck. Die Öffnung und der Klodeckel, die würden gleichzeitig aufgehen. Das würde unter Umständen, wenn es mal kurz einen Hänger gibt, ein Problem geben, weil dann würde der hier nicht aufgehen, wenn der Klodeckel noch da drauf ist. Also muss der hier zwei Ticks oder ein paar Ticks später aufgehen. Das müssen wir jetzt einmal einstellen. Und das machen wir am besten hier in diesem Loch. Oh lol, wie gut ich jetzt da reingeflogen bin. Das ist der Deckel hier auf der Seite. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, was ist auf und was ist zu. Oben der Magma-Block. Oh mein Gott, das wird schwer. Oben ist der Magma-Block und der steht auf 3 Sekunden. Ach so, der geht eh später auf, ne? Das dauert 3 Sekunden und der geht sofort. Und wenn wir zumachen, dann... Ja, egal, können wir alles lassen eigentlich, ne? Darf nur nicht mal 3 Sekunden sein, der Deckel muss sofort sich bewegen. Und beim Zumachen ist das ja sowieso sofort, ne? Sofort und der Deckel kommt. Ja, dann ist alles Taco. Gut, dann können wir das lassen. Alles umsonst erklärt, geil. So, ich hoffe, ich habe alles, weil wir fahren jetzt wieder zu. Habe ich nicht? Ich brauche noch voll viel Klebe. Ich habe ja gar keine Klebe mit. Meine Mending-Klebe ist übrigens auch kaputt gegangen. Wir müssen jetzt auf eine ganz normale Klebe zurückgreifen. Als ob wir die schon komplett aufgebraucht haben. Anscheinend. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Wartet. Ah, ne, brauchen wir auch 6, ne? Ah, ärgerlich. Warte, nochmal neu. Dann nehmen wir die. Zack. Und wir machen Glue. Und viele fragen auch in meinem Stream, wie viele spielen denn überhaupt noch Create? Und da denke ich mir doch immer, ist doch egal. So, wenn ihr Bock hier drauf habt und sehen wollt, wie diese Basis immer geiler wird, dann bleibt ihr einfach und guckt zu. Ist doch egal, wie viel das dann zocken, oder nicht? Ach, 2. Ach komm, der Rest kann jetzt weg, hab genug. Oder ist ein Projekt nur geil, wenn es viele spielen, die man nicht sieht? Also spielen auf jeden Fall noch ein paar, aber viele sind auch nicht mehr dabei, ne? Die haben sich gedacht so, yo, ganzen Start mitgenommen, das reicht mir für heute. Na, dreh dich zu, mein Freund. So, dann kann ich jetzt einmal das Ding hier runterklappen. Ich meine, ich hätte nicht die ganze Erde, ein bisschen Erde hätte ich hier unten drauf lassen können. Zumindest das, was nicht auf dem Deckel ist. Aber so ist, glaube ich, auch okay. So, passt auf, jetzt machen wir zu. Jetzt dekorieren wir den weiter. Machen da drauf dann, also gucken, ob der sich noch bewegen lässt, weil wir haben eine Blockbegrenzung, muss man sagen. Und dann schauen wir mal. So, und ja, ich klebe alles von Hand fest. Viele sagen mir, warum machst du nicht so ein Viereck da drumherum und so? Und hast du nicht gesehen?
Und das klappt auch nicht immer so gut. Vor allem, wenn man einen unsymmetrischen Deckel hat. Ein Viereck da drumherum zu machen, ist halt schwierig, ne? So ganz schwierig einfach. So, das haben wir fertig. Jetzt kommen ein paar Bäumchen drauf. Vielleicht zwei oder so, ne? Sollte, glaube ich, reichen. Vielleicht auch drei. Da noch und hier oben drauf. Eins, zwei, drei. Genau, dann machen wir den einen höher. Jetzt kommt... Jetzt kommen die Blätter. Vor allem, man darf hier nicht rumlaufen mit Klebe in der Hand, ne? Also das ist ja in der Offhand, also in der Nebenhand. Aber wenn man das in der Haupthand hat, dann, sieht sehr, sehr krass aus, muss man sagen. Dann ruckelt auch einfach alles. So, und bevor wir jetzt hier weitere Deko-Sachen machen, gucken wir erstmal, ob die Bäume okay so sind. Das meine ich, alles ruckelt. Hier der noch. Aber das ist ready. Dann hier nochmal dran. Da muss man echt drauf achten, ne? Das hatte ich auch im Stream. Ich habe die ganze Zeit weitergeklebt. Dachte ich zumindest. Und dabei habe ich gar nicht geklebt. So, der normale Baum kann jetzt, sag ich mal, hier noch am Rand. Weil da ist der außerhalb der Fläche, was komplett okay ist. Und jetzt landen wir mal auf diesen Bäumen drauf. Ah, Mist, sie sind in einer Achse, ne? Das ist natürlich dumm. Aber ist okay. Und jetzt machen wir den Restklebe noch. Und man denkt sich so, 2000 Blöcke ist ja gar nicht so viel, ne? Aber wenn man allein hier mit Dekoration anfängt, sind 2000 Blöcke dann doch relativ wenig. Genau wie jetzt. Ich dachte, ich hätte genug Blätter mitgenommen. Habe ich gar nicht. Aber ich will jetzt nicht wieder nach unten gehen. Oh. Vielleicht kann ich die einfach hier mit Silk Touch abbauen. Bestimmt eine super Idee. Dauert bestimmt gar nicht so lang. Obwohl, wenn ich einen Baum abbaue, dann geht's, glaube ich, oder? Jetzt haben wir noch 45 Blätter. Das sollte doch reichen, oder? Ah, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Was denn heute los? Okay, jetzt sind wir wieder ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ausfüllen innen drin. Und oben drauf nochmal 9 drauf. Und wir sind Klebe schon wieder alle. Nein, och Mann. Ey. Muss einmal ganz kurz gucken. Wo war die Klebe alle? Die inneren 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Und es wird schon wieder dunkel, Mann. Ja, sieht gut aus. So, warte mal. Wenn wir jetzt hier gerade mal beim Dunkeln sind, stellen wir den Rucksack hin, packen die Matratze aus und legen uns mal ganz kurz hin. Aber ich kann nur bei Dunkelheit schlafen. Das ist aber gemein. Okay, kein Ding. Dann kleben wir nochmal ganz kurz den hier an und machen da drauf eine Laterne. So, das ist schon mal ready. Ah, wir können aber leider nicht komplett auf Latte oder auf Fackelfreiheit setzen. Das klappt, glaube ich, nicht. Ich glaube, die ist eh nicht so hell, ne? Wenn man mal ganz kurz guckt. Ah, wir können schlafen. Guckt euch an. So, Rucksack ist wieder am Start, wieder auf dem Rücken. Ah ja, ich kann mal Trigger Coins machen, ne? Die Währung, die ganz geil ist, aber eigentlich zu viel ist. Man müsste, je länger das Projekt läuft, immer weniger bekommen zum Beispiel, ne? Nach einer Woche nur noch alle 2 Stunden Coin oder so. Vielleicht wäre das, glaube ich, cool gewesen. So, das hier kann erstmal weiter wachsen. Wir haben eine Laterne hier stehen. Das sieht natürlich ein bisschen doof aus. Wir können gerne hier noch eine hinmachen. Vielleicht auch so einen Weg oder so. Obwohl, dann bräuchte man auch noch eine Treppe, ne? Ah, hier müsste man noch ein bisschen mehr dekorieren. Und hier wollte ich eh noch ein bisschen was im Fluss machen. Pass auf, pass auf. Wollte hier ein bisschen tiefer machen, weil der sieht nicht so ganz cool aus, wenn das nur ein Block tief ist. Können theoretisch jetzt auch mit Korallen und so arbeiten, was auch noch sehr, sehr cool aussehen würde. Oder mit Seerosenblättern oder so. Das würde halt auch ganz gut funktionieren. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Bone Meal am Start. Packen wir mal ein bisschen Bone Meal rein. Nicht zu viel, dann wird es echt wieder zu too much da drin. So, das ist soweit ready. Haben wir noch was zum Dekorieren? Ich glaube, mitgenommen haben wir nichts. Okay, wir testen und dann kommt die Mechanik da rein. Ah, es geht noch. Oh ja, zum Glück. Und es geht genau an dem Baum vorbei. Und nein, das war nicht angeklebt. Warte, da gibt es immer einen Trick. Wir machen das immer weg, was über ist oder was nicht angeklebt wurde. Und dann haben wir oben ja die Lücken. Und dann kleben wir da nochmal neu an. Wie einfach der ganze Baum wurde einfach nicht festgeklebt. Warum das denn nicht? Oh Mann, ey. Okay, warte mal. Jetzt nochmal neu. Ein bisschen Klebe in der Hand und Blätter haben wir jetzt wieder alle, ne? Jetzt müssen wir darauf achten. Guck, es klebt. Überall kommt der Klebematsch raus. Das sollte doch dann gehen. So, und ich hoffe, das war's. Jetzt müsste hoffentlich alles geklebt sein. Es sieht gut aus. Der Baum geht mit. Sehr gut. So, und jetzt müssen wir hier eine kleine Mechanik. Eine kleine Funkmechanik aufbauen, damit wir dann das Ding ansteuern können. Und zwar so, so. Nein, ich habe ja geklebt, Mann. Dann kommt hier der Redstone Pulse Repeater hin. Redstone, genau, der Pulse Repeater. Und hier vorne kommen die Redstone Links hin. Und zwar, warte mal, wie war das nochmal? Es gibt Hoch und Runter, ne? Ich muss einmal in der Fernbedienung reingucken. Warte, warte, machen wir sofort. Hoch ist Magma Block und runter ist Soul Sand. Wobei das, glaube ich, bei der Anlage ist relativ egal ist, weil wir warten keine Sekunden. Wir machen immer sofort, ne? Wir können ja, keine Ahnung, 5 Ticks warten. Hier auch 5 Ticks. Rauf und runter wird dann immer sofort ausgelöst. Wir könnten auch machen, dass runter vielleicht eine Sekunde oder so warte, bis der Deckel sich in Bewegung gesetzt hat. Wobei das letztendlich auch egal ist. Aber hier machen wir mal 10 Ticks. 10 Ticks, der Deckel geht nach 3 Sekunden auf. Und jetzt stellen wir auf, an diesen Ausgangspositionen, jetzt stellen wir auf Senden, oder Empfangen besser gesagt, so. Dann kommt da noch eine Fackel rein. Und wenn wir jetzt auslösen, oh lol, cool, dass die Laternen wunderschön funktioniert haben. Wenn wir jetzt auslösen, müsste eigentlich alles funktionieren. Passt auf, ich hoffe. Deckel geht hoch.
Das geht auf. Okay, Decker kam kurz zurück, gesnappt. Aber das sind auch, weil hier sich einfach so viel bewegt. Ne? Darf man nicht vergessen. Ja, sieht gut aus. Und jetzt machen wir nochmal zu. Okay, beim Zumachen geht der Deckel vielleicht ein bisschen zu schnell. Aber es funktioniert, das ist die Hauptsache. Wir machen den Deckel jetzt nochmal auf eine kleine Verzögerung bei zu. Da muss er echt lange warten, ne? Wobei das Problem ist, wenn ich mich mal verdrücke und anstatt auf zumache, dann bewegt er sich gar nicht. Und dann ist es wieder schwierig. Ja, ich glaube, wir lassen ihn einfach durchfahren beim Zugehen. Zu war, glaube ich, der hier, ne? Der bewegt sich auch einfach super schnell, darf man nicht vergessen. Umdrehung 2. Wir können vielleicht einen langsamer machen. Ich glaube, dann resettet sich aber die Position. Warte, ich mache einmal so. Kann sein, dass wir jetzt alles verschieben. Aber zum Glück passiert da nichts. Oh nein, ich dachte, es verschiebt die andersrum. Wie kriegen wir das denn jetzt wieder nach vorne? Oh, okay, okay. Dann sollte der auch snappen. Bitte, bitte. Bitte lass ihn snappen. Okay, hat gesnappt. Und wenn ich jetzt nochmal drücke? Oh, es geht. Und dann haben wir das fertig. Dann wollte ich eigentlich noch machen, dass sich irgendwie in der Basis noch was ausfährt. Also keine Ahnung, so ein Turm, der da rausfährt oder so. Kann man natürlich auch noch machen. Und schon haben wir alles angeglichen. Korrekt. Oh mein Gott. Ja komm, das passt doch fast ganz genau. Aber sehr, sehr cool. Somit haben wir eine komplett versteckbare Base. Das Ganze sieht dann so aus. Irgendwann ist das Dach auch noch komplett grün. Auf jeden Fall kann sich das, glaube ich, sehen lassen. Ein paar mehr Bäume wären natürlich nicht schlecht, aber schwierige Angelegenheit mit dieser Blockbegrenzung auf den Deckeln. Tschüss!